Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu ETS 2, hätte ich fast gesagt, sondern zu Far Cry 5. Auch sehr schöner Flieger. Mit wem? Oh. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir ein kleines technisches Problem, und das können wir ganz leicht gleich aus dem Weg gehen. Das ist jetzt nicht so unbedingt tragisch oder kritisch gesehen. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz nach. Wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Aufgaben an, unter anderem von vielen Leuten. Wie war das mit dem Schnellreisen? Geht das hier? Nein, ne? Nein. Okay, gut. Ab ins Auto. Huch, nicht hauen. Einsteigen. So, wir flitzen mal ganz kurz zu dem Posten, den wir eingenommen haben. Und dann müssen wir da einfach mal nachschauen, ob wir dort die Möglichkeit haben. Nee, nichts wie weg. Ach so. Den können wir nur anheuern, das wollen wir ja nicht. Anmachen und tschüss. Ich hasse diese Explosionsgeräusche. Ohne Spaß. Aber die Stabilität dieser Fahrzeuge muss ich wirklich loben. Also egal, was wir mit dem Ding machen. Okay. So. Gibt's doch gar nicht. Endlich Ruhe hier. Schrotflinte möchte ich jetzt ungerne. Wo ist denn die Leiche von der anderen hin? Obwohl, wir nehmen die Schrotflinte mal mit. Oh, Besuch. Zack. Hier vorne haben wir noch einen Sniper. Sehr gut. Gut gemacht, Junge. Na komm, Hundi. Scheiß drauf. Der Vorteil ist, wir können jetzt unterwegs auch ein bisschen jagen. Also alles das, was vor die Flinte kommt, können wir in den Kopf schießen. Dann ist die Sache auch erstmal erledigt. Boomer ist auch fleißig dabei. Von daher geht es uns allen ja eigentlich erstmal gut. Es scheint gerade Tag zu werden, oder die Wolken. Ja, es wird Tag, sehr schön. Oh, da freue ich mich aber drauf. Tageszeitwechsel in Far Cry 5 sieht immer sehr schön aus. Wird auch schön in diesem Benchmark gezeigt. Es sieht wirklich mega geil aus. So, hier ist unsere CD, die haben wir vor kurzem noch eingenommen. Und dementsprechend ist natürlich alles noch gut hier. Ich danke dem Herrn jeden Tag, dass er dich und mich zusammengeführt hat. Ja klar, gerne. Was kann ich tun? Ja. Du sehen kannst, sorgt John C. dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, okay, wird mir das zu viel.
Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Ich habe so das Gefühl, dass er da drin steckt irgendwie. Für mich wird Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Okay. Ah, wir können es denen uns geht's nicht gut. Leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Jung, machen wir. Kümmern wir uns drum. Gut, dann brauchen wir ein Auto, würde ich sagen. Weil es sind 1200 Kilometer, also ein bisschen weit. Ich hasse Radio. Ohne Spaß. Möp, möp. Lauf, Boomer, du schaffst das. Oha, Leute, guckt euch Boomer an, wie schnell er läuft. Er läuft einfach locker so ganz normal hinterher. Hier brennt es ein bisschen. Ruhe. Oh fuck, zu viele Sniper überall. Oh fuck, 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 zu viele Schüsse, nein, nur ein Schuss und ich bin tot, fuck. Oh mein Gott, Leute, zu viel Action. Oh, hier brennt einer. Bumm. Jack, Azel, habe ich noch gar nicht gemerkt. Boomer, Boomer, ich komme zu dir. Mein treuer Hund, ich habe dich nochmal ein Stück auf Seite geschoben. Alles ist gut. Nur ein Streifschuss, Jung. Komm her. Hast du gut gemacht. Alles ist gut. Ja, lecker, 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 lecker. Alles ist gut, Junge. So, schön. Ha, war das wieder ein Kampf hier. Mann. Vor allen Dingen wieder unfair ohne Ende. Aber egal. Also mittlerweile nehme ich wirklich alles mit, was ich finden kann, weil es einfach nötig ist, dass wir viel Geld haben. Natürlich, außer die Leute jagen sich irgendwie in die Luft, dann können wir es natürlich nicht mehr mitnehmen. Aber im Normalfall nehmen wir alles mit. Und er findet vor allen Dingen immer noch was, ne? Also egal, wie viel wir gefunden haben, der Sack, also der nicht der Sack, sondern der Hund, der ist vielleicht auch der Sack vom Hund, das weiß ich nicht, findet immer mehr und das ist so cool. I'm gonna highway to cool. Bam! Headshot. Ich will auch niemanden reinlegen, wenn ich ehrlich bin. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam.
Tja, Jung. Selbst schuld, würde ich behaupten. Sehr schön. Hier kann man nochmal schön plündern. Hier waren wir eben schon mal. Das ist schon wieder so eine Werkstatt, in die wir irgendwie nicht reinkommen. Oder vielleicht habt ihr natürlich die helfende Idee, wie wir da reinkommen. Scheiß Radio. Ah, immer diese Störung. Ja, bitte, ist kein Problem. Ich weiß, dafür sind wir ja da. Hoppala. Erstmal Ghetto-Faust mit dem Auto gemacht. So, wir fahren mal zur Schweinefarm rüber. Ein bisschen komplizierter zur Schweinefarm. Warum ist der Hund jetzt tot? Mann, was ist los, Junge? Warum legst du dich denn hin? Nix da. Ist jetzt mal Ruhe hier? Ich möchte mal am Zielort ankommen. Oh, Entschuldigung. Sorry, aber ich brauche deinen LKW. Wirklich, danke. Mach's gut, Jung. Schönen Tag noch. Leute, irgendwann bringe ich diesen Hund um. Ist doch nicht normal. Komm, Junge. Stell dich nicht so an. Ich weiß nicht, wer dich platt gefahren hat. Ich nicht. Falls doch, habe ich dich mit Steinchen getroffen oder was? Also für die, die es nicht wissen oder vorgespult haben, wir sind auf dem Weg zur Schweinefarm. Also lustigerweise sind wir immer noch dahin auf dem Weg. Dabei verändern wir noch die Botanik, Fauna, Flora, alles in diesem Waldstück. Was? Ja, leise. Ich habe ein M4. Wenn Sie sehen, was von dir übrig ist, wissen die Sünder, wo sie hingehören. An die Seite des Vaters. Ich baller mir die Ohren weg, wenn ich diese Scheiße noch länger hören muss. Ich versuch's! Zack. So. Ruhe jetzt. Junge, ich rette dich. Ich rette dich. Ruhe! Verdammte Scheiße! Solche Aktionen befeuern den Widerstand. Dank dir erstarken diese Leute. Es ist wie bei David und Goliath. Du inspirierst die Leute zur Courage. Mach weiter. Na
klar. So. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn diese scheiß Leute nicht so ein bisschen, ja, dumm wären oder so, würde das hier viel besser funktionieren. Aber bis dahin, Leute, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen. Und bis dahin, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.